Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Survival Games, mal wieder auf dem Hive-Server. Wie ihr gerade sehen könnt, ist das hier eine, ich denke mal, brandneue Map, Catching Fire. Habe ich noch nie drauf gespielt. Ja, ich würde sagen, die meisten von denen hier auch nicht. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal vorgestern eine Runde Survival Games gespielt und, ach du Scheiße, wie soll ich denn jetzt... Ich denke mal, das Beste wäre jetzt da drauf und dann... Ach du Kacke. Oh, ihr kleinen Säcke. Ich hau am besten direkt ab. TikTok, aha. So, oh oh. Also, ich versuche jetzt seit gut 10 Minuten, eine Runde hier aufzunehmen. Es ist einfach so verdammt schwierig, eine Aufnahme starten zu können, um alles neben abhauen. Eine Aufnahme zu starten um 22.08 Uhr. Der Server ist so überbevölkert, sage ich jetzt einfach mal. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, schaut mal. Wenn da eine Kiste ist, habe ich Glück. Wenn nicht, dann bleibe ich jetzt bei dem hier. Na komm, komm ran. Na komm, komm her. Yeah. Okay, das lasse ich lieber. Da ist eine Kiste, aufpassen. Schnappen, abhauen. Ah, da unten ist noch eine. Ich würde sagen, die hole ich mir auch eben. So, das war unser erster Kill. Den Goldbarren werfe ich weg, können wir eh nichts mit anfangen. Boah, das ist aber auch eine blöde Map. Also die sieht sehr cool aus, aber die ist so, naja, so, man kann nicht sehen, von wo die Leute immer kommen. Nee, komm, das ist mir zu heiß. Aber die ist dann hundertprozentig hier. Leer. Da ist auch eine. Alter, so viele Kisten, aber, ja. Alle leer. Oh ja, eine, die voll ist. Und wir haben ja überall Pilze. Sauber. Würde ich sagen, nehmen wir direkt wieder ein paar mit. Bis jetzt sieht das ja ganz gut aus. Oh, da oben ist einer. Hihihi. Ich halt am besten die Klappe. Ich kann wahrscheinlich nur... Ja, ich kann nur diese eine Runde hier aufnehmen, leider. Da meine Eltern gleich schlafen gehen, ist auch schon sehr spät. Für mich ist es umso blöder, da Wochenende ist. Ich wollte schön hier ein bisschen mit euch zusammen wieder eine Aufnahme starten. Aber leider kann ich eine Folge hier raushauen. 14 Leute leben noch, 13. Und, ach du Scheiße, warum nehme ich das? Nein, weg damit. So. Wir haben schon ein paar Sachen, aber so wirklich, den Obershit haben wir noch nicht, ne? Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen Rüstung. Das möchte ich auch gerne mitnehmen. Oh, ich glaube, da vorne war einer, oder? Na, keine Ahnung. Schauen wir mal hier rein, da ist nichts. War das die Truhe? Ja, ich glaube, das war sie. So, die da oben ist auch hundertprozentig leer, oder? Na, Leder. Schön. Okay. Ja, ich möchte mein Inventar unten am liebsten ein bisschen sortieren, aber das wird nichts. Das ist, das wäre, glaube ich, nicht wirklich angebracht jetzt, oder? Noch eine Schüssel. Ach komm, ich weiß nicht. Ich will mir eine Pilzsuppe machen, aber ich habe so Angst gerade, Leute. Okay, komm. Pilzsuppe, zack, zack, zack. Zweimal, danke. Das reicht mir schon. Sammel die Pilze ein, sammel sie ein. So, nehme ich noch die Mushrooms hier mit. Ich möchte am liebsten ja ein... Oh, was ist mit der Map los? Ein Steinschwert bekommen. Und noch ein bisschen Rüstung. Eisenschwert. Eisenrüstung, vielleicht sogar ein Diamantschwert. Okay, nein, das reicht. Wir wollen mal nicht übertreiben. Ein Steinschwert würde mir schon wirklich reichen. So, also wenn die Aufnahme hier nur so ungefähr 10 Minuten geht, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Kommt ja nicht immer nur auf die Länge an. Das war jetzt, da können ja die weiblichen Zuschauer von euch mal eine Antwort drauf geben. Okay. Das reicht. Wie viele Truhen hier einfach sind, ne? Also die sind wirklich kaum versteckt. Man muss nur durch die Gegend laufen und man findet was, aber... Okay, noch eine Schüssel. Die findet man hier auch richtig oft. Okay, ich nehme mal das Goldschwert. Ich habe mit Goldschwert irgendwie bessere Erfahrungen gemacht als mit einem Holzschwert. Ach, Menno. Soll ich weiter hier so mitten durchlaufen und hoffen, dass wir auf einer Truhe finden, so wie hier, wo noch was drin sein könnte, oder lieber so außenrum, da ist eigentlich Schnurzpiep egal. Wir finden sowieso nicht mehr so viel, denke ich mal. Ah, ärgerlich. Ah, hier, die habe ich irgendwie so das Gefühl, dass da noch was drin ist. Hoho, sehr schön. Einen Bogen haben wir ja auch, wir haben sogar Pfeile. So, jetzt stelle ich mich mal hier kurz an die Wand. Zack. So, machen wir hier ein bisschen so, zack. Dann die Angel, die bleibt einfach mal da. Genauso wie das. Dann kommt das hier hinten hin. Das kommt so und das reicht schon. Super. So, was ist denn hier?
Nichts. Aber wir haben aber auch... Wir haben null Rüstung. Okay, so gut wie nichts. Aber die Runde ist doch relativ in Ordnung. Finde ich cool. Hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Ach du Scheiße. Warte mal. Huiuiui. Oh je. Oh. Lal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 a. Oh. Na, Bro? Alles klar bei dir? Hey, komm. Warte auf mich. Der Let's Failer. Hat wahrscheinlich auch einen Kanal. So, ist hinter mir einer. Ich guck mal eben. Ich glaube, er ist weg. Was hat er denn? Hat er ein Steinschwert? Wenn er ja nichts hat, dann... Was hat er? Ich konnte es nicht sehen. Oh mein Gott. Du Sau, du. Ich hätte dich fertig gemacht, wenn der andere nicht gekommen wäre. Ist der da hinten? Ich glaube, den habe ich die ganze Zeit so angemacht, ne? Holy shit, auf einmal leckt's voll. Oh, bitte nicht jetzt. Alter, nein! Wie erwischt er mich denn? Mit einem Bogen oder was? Wisst ihr was? Ich springe jetzt hier so durch die ganzen. Bietet sich doch super an hier. Ah, wir hätten den fertig gemacht, ich sag's euch. So viel hatte der nicht mehr, das hat man gemerkt. So, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Sehr Schiss sogar. Ach du Kacke, der ist genau an unserem. Oh! Hoho! Oh mein Gott, ein Eisenschwert! Oh fuck. Leute, das ist. Okay. Das war dumm. Nein, ey, das ist richtig scheiße. Jetzt habe ich... What the fuck, Mann? What the fuck? Vielleicht hat er ja kein... Vielleicht hat er ja keinen Bogen. Ich weiß... Oh, shit. La, la, la. Oh, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich gebe dir auch... Was soll ich ihm geben? Ich gebe ihm hier... Nee, ich gebe ihm nichts. Oh, ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Ja! Verstecken, verstecken. Noch die Kartoffel. Und jetzt abhauen. Oh mein Gott, wir haben Eisenschwert. What the? Warum lag das da auf... die Runde ist einfach so geil, aber bitte nicht sterben. Einfach wegrennen. Ich habe nichts gesagt. Die Runde ist nicht geil. Doch, sie ist geil, aber... Okay, ich glaube, wir sind in Sicherheit. So, mit super schöner Super Mario World Musik hier. So, Rüstung. Wo haben wir Rüstung? Helm haben wir. Super. Haben wir einen besseren Brustpanzer oder so? Nee, nee, nee. Keine bessere Hose, okay. Aufpassen. So, das nach vorne. Haben wir bessere Schuhe? Haben wir auch nicht, okay? So, ich muss immer kurz gucken. Essen haben wir auch noch kaum. Dann mache ich so, dann mache ich so. So, zack, weg, weg. Okay, Final Deathmatch. Das heißt, ich bleibe jetzt hier in der Ecke. Wow. Wow, wow, wow. Dann mache ich mir direkt noch eine. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich möchte am liebsten... Ja, okay, also ich wollte gerade sagen, ich möchte am liebsten die Herzen voll haben, bevor das Deathmatch losgeht. Aber es sieht ja relativ schick aus. Aber dann war es das auch leider direkt wieder. Ich möchte am liebsten direkt noch eine Folge dranhängen. Aber die Folge kommt ja gar nicht direkt morgen raus. Ich könnte ja theoretisch gesehen morgen noch eine Folge aufnehmen. Und das einfach dann hier ja dran klatschen, ne? Oh, ein Fisch. Können wir eigentlich einen Kuchen essen, wenn wir noch, wenn wir schon voll sind? Nein, schade. Ist da denn vielleicht noch was? Lalala. Oha. Okay. Oh. Oh, renn, mein Freund, renn. Okay, das nutze ich aus. Oh nein, das ist bestimmt ein Sniper Pro. Din, 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 din. Oh, ich bin gerade sehr leise. Oh, du kleine Sau, haust nicht ab. Du haust nicht ab. Du haust nicht ab. Yeah. Yes, baby. Yes, baby. Oh no, das ist ein Sniper Pro. Oh shit, nicht lecken, nicht lecken, bitte. Boah, nicht lecken jetzt. Boah, es leckt, Alter. Es leckt, Leute. Es leckt so, es schlägt so. Es ist so blamabel, wenn ich jetzt verliere, ich werde verlieren, ich werde verlieren. Ey, das gibt es nicht. Warum leckt es im Deathmatch? Ich hasse es, ich hasse es so. Ich hasse meine scheiß Internetverbindung. Wie kann man mit einem... Okay, er hatte vielleicht eine bessere Rüstung, das habe ich jetzt nicht gesehen. Die beste... Okay, ich hatte eigentlich doch eine gute Rüstung, da brauche ich mich gar nicht rausreden. Das ist einfach scheiße. Was? Was willst du von mir? Warum bin ich rausgeflogen? Lass mich mal wieder drauf hier. Mann, 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 Mann.
Ja, das war scheiße, aber es war trotzdem eine gute Runde. Aber anstatt, dass ich mal gewinne in der Aufnahme, warum gewinne ich nicht mal in der Aufnahme? Nein, ich gewinne, wenn ich nicht aufnehme. Und dann habe ich nicht so ein Glück, wie dass ich noch ein Eisenschwert finde. Aber vielleicht habe ich hier ein bisschen Glück. Komm, ich würde sagen, ich ziehe das Ganze hier noch ein bisschen in die Länge. Möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mich immer so treu unterstützen hier. Ist zwar schade, ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen 3 Abonnenten verloren, aber das kennt jeder von euch. Sowas passiert mal. Stört mich auch nicht so sehr. Ich hab hier ja so viel Spaß an dem Ganzen hier. Und erst recht mit all diesem Feedback, was ich momentan bekomme, das ist einfach so ein extrem geiles Gefühl. Also deswegen nochmal 1000 Dank an allen von euch. Nein! Okay, komm, wir gehen eine Runde planschen. Und ja, dann war's das schon wieder für diese Folge hier. War eine relativ lustige Folge, auch ein bisschen ärgerlich mal wieder. Es leckt natürlich genau beim Deathmatch. Ihr habt's gesehen, ich hang da in der Luft fest, konnte mich nicht mehr bewegen, dann stockt das immer. So, wenn man rennen will, bleibt man immer an ein und derselben Stelle hängen. Ist ein bisschen kacke. Ich überlege mir, ob ich morgen noch was dranhänge oder nicht. Wenn das Ganze hier über 10 Minuten geht, kann ich auch mal eine Folge kürzer machen. Ihr wisst ja, ich habe 5 Projekte am Laufen, bin momentan dabei, wieder fleißig was zu machen. Das Fable wieder regelmäßig kommt, Super Mario World ist ja auch leider fast vorbei, aber ihr habt ja meinen letzten Part gesehen. Noch nicht den letzten Part vom Let's Play, sondern den letzten Part, der oben ist, Part 10 war das. Dass ich auch mal anders sein kann, dass man schnell von 99 Leben mal auf 80 runterrutschen kann und man dann ein bisschen sauer wird. Naja, ich ziehe das Ganze so krass in die Länge hier. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Habe ich noch nie gesehen, das hier. Naja, tschüss.